Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Die, die ihm treu sind, die behütet Jahwe. Doch wer hochnäsig handelt, den zahlt er es heim. Hallo, hier ist Christopher Markutzig aus Sausenheim und Neuleiningen. Meine Frau ist hochnäsig. Also, das sage nicht ich, sondern ihre Physiotherapeutin. Ihre Nackenmuskulatur ist ein bisschen zu kurz, sodass der Kopf sich ein ganz klein bisschen weiter nach hinten neigt. Und das macht richtige Nackenschmerzen. Das ist blöd, doch das kriegt man mit Physiotherapie ganz gut in den Griff. Das andere Hochnäsigsein ist komplizierter, finde ich zumindest, denn das ist eine Herzenshaltung. Ich bin was Besseres, ich stehe über dir, ich kann mir Dinge einfach so herausnehmen, weil ich so toll bin. Das ist echt unsympathisch. Und auch in der Bibel fallen die Hochnäsigen auf, denn die passen nicht zu Gott. Denn der hat ein offenes Herz, gerade für die, die eben die Nase nicht hochtragen können, weil es ihnen nicht so gut geht. Für sie ist Gott von Herzen gerne da. Die Hochnäsigen dagegen rennen dafür sprichwörtlich gegen die Wand. Dumm gelaufen. Aber wer glaubt, dass es gut ist, eben herzlos und arrogant zu sein, dem passiert sowas dann wohl irgendwann mal, auch in der Bibel. Und da meine Frau in der Tat ein riesiges Herz für andere hat, muss ich mich wohl korrigieren. Denn, obwohl das Näschen ein bisschen weiter nach oben zeigt, ist sie so ganz und gar nicht hochnäsig. Wie geht es Ihnen? Wie geht es euch? Seid ihr auch manchmal hochnäsig? Das passiert ja mal. Aber vielleicht ist es doch besser, die Nase nicht zu hoch zu halten, selbst wenn man ganz schön Rückenwind hat. Sonst rennt man irgendwann mit Schwung gegen die Wand, oder? Ich bete. Gott, ich bitte dich heute für alle Hochnäsigen. Für die, die nur eine Nackenbehandlung brauchen, aber auch für die, die eben von Herzen her ihre Nase zu hoch tragen. Öffne eben diese Herzen und hilf ihnen, die Wände zu sehen, gegen die sie sonst laufen würden. Für uns alle bitte ich, mach uns klug, dass wir unsere Herzen nicht so verschließen, dass wir unsere Blicke nur noch in die Luft richten können. Darum bitte ich dich. Amen. Und so geht in diesen Tag mit dem Segen und dem Geleit unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.